So, jetzt möchte ich einfach euch erzählen, warum unser Kongress, unser Geistheiler-Kongress oder Kongress für ganzheitliches geistiges Heilen mit JTV der größte der Welt ist. Ja, JIT übertreibt wieder. Ich glaube nicht. So, das ist einfach auch der größte Kongress in der Welt, in seiner Art. Auch wenn es nur jetzt auf Deutsch, vielleicht kommen auch andere Sprachen. Aber stellt euch mal vor, in unser Kongress, wir haben nur ein kleines Video hochgeladen. Mit Info ist schon nach einem Tag 200 Mal abgerufen worden. Eine von diesem Video. Das andere ist in Google sofort Nummer 2 weltweit. Das heißt, wir werden jetzt täglich Sendungen machen und all diese Videos dann einfach auch hochladen. Und das heißt, an den Tag unser Kongress haben uns schon 1000, 3000, 10.000, 20.000 Zuschauer gehabt, bevor wir anfangen. Es ist nicht so, dass wir es in den anderen Messen, wie es da geschieht, der Referent kommt und oft Zuschauer zu haben oder Leute, die auf seinen Vortrag kommen, da kommen vielleicht 5 oder 10 oder 20 oder 100. Und ja, und dann oft, dass da einfach auch Anmeldungen kommen für die eigenen Seminare. Bei uns ist es so, schon jeden Tag, wo wir auf Sendung gehen, jetzt wird jeder Referent, der eigene Leute einfach auch Bescheid sagen. Weil er sagt, kommt, heute Abend werde ich auf Sendung gehen und ich lade euch ein, meinen telefonischen oder mit Webzuschaltung Referat einfach auch zu hören. Wir werden alle einfach auch bitten, das einfach auch zu tun. Wenn wir dann im Kongress sind, werden wir natürlich alles live senden und werden Menschen anwesend sein. Und natürlich, so wie alle anderen Kongresse, das Yoga-Kongress oder TVBO oder die anderen oder Rainer Franke, werden noch 100 Mal, 1000 Mal, 20.000 Mal noch nachgeschaut. Also diese Form von Dienst sind wir die einzigen, die das so in diese Form hochladen, dass wir jedem Referent nicht die 3 oder 5 verlorene Zuhörer versprechen, sondern Hunderte, je nach wer wen zieht, Tausende Menschen, die das sehr aufmerksam folgen werden und die auch sich das jedes Mal einfach auch wieder anschauen können. Und wer bietet das schon? Wenn wir jetzt RTL oder Sat.1 oder die anderen eine Aufzeichnung von euch machen, das behalten Sie, man kann das nur an den Tag schauen. Alle unsere Aufzeichnungen werden natürlich frei sein und jeder Referent wird es in die eigene Seite einbetten. Das ist sein Interesse. Oder wird einfach den Kanal einbetten. Oder den Ordner in den Kanal, wo das ganze Kongress drin ist, um zu zeigen, mit welchen Menschen er einfach zusammen aufgetreten ist.
So, das heißt, die Multiplikationseffekte für unser erstes Geisterheiler-Kongress sind so immens, dass es ja, das ist einfach absolut, wir die beste Adresse sind, geworden sind, werden, sind am Werden für Referenten. So, unser erster Geistheiler-Kongress oder Kongress für ganzheitliche geistiges Heilen in JTV ist der größte der Welt aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Okay.